gibt in der Regel drei Finanzierungsformen. Die häufigst genutzte auch unserer Kunden ist das Annuitätendarlehen. Hier haben wir eine gleichbleibende Rate. Der Zinsanteil sinkt mit jeder Rate und der Tilgungsanteil erhöht sich entsprechend. Die Rate bleibt, wie gesagt, gleich. Der Kunde kann planen, er weiß, welche Rate er monatlich zu zahlen hat und was die Restschuld am Ende sein wird. Dann haben wir das Tilgungsdarlehen oder Abzahlungsdarlehen. Hier sinkt die monatliche Rate, der Zinsanteil verringert sich und der Tilgungsanteil bleibt jeweils identisch. Jeden Monat, jede Rate, dadurch verringert sich die entsprechende monatliche Rate. Die dritte Form ist das endfällige Darlehen. Hier wird nur der Zins bezahlt. Es erfolgt keine direkte Tilgung in das Darlehen. Es gibt eine sogenannte Ersatztilgung, die das Darlehen am Ende der Laufzeit ablöst. Die Ersatztilgung kann sein ein Sparvertrag, eine Vorsorgelösung oder auch ein Bausparvertrag, um am Ende hier das Kapital zu erhalten. Also wir haben ja einmal die Zinsbindungsdauer. Das ist die Zeit, für die der Kreditzins fest vereinbart ist. Und die Darlehenslaufzeit, die kann wesentlich länger sein, zum Beispiel 20, 25 oder 30 Jahre. Das ist der Zeitraum, bis das Darlehen komplett abgelöst ist. Es gibt verschiedene Faktoren, die auf den Zins an sich Einfluss nehmen. Das sind unter anderem das Objekt selbst, das heißt Lage, Substanz, Beschaffenheit. Aber auch die persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse spielen hier eine große Rolle. Die Laufzeit, für welche Laufzeit wollen wir den Zins festmachen? Und wir müssen das immer individuell mit dem Kunden besprechen. Viele unserer Kunden nutzen die Sondertilgung, wird vertraglich vereinbart und einmal im Kalenderjahr kann man eine Zahlung leisten in den Kredit, die direkt nur als Tilgung gilt. Dadurch wird die Rate nicht verändert beim Annuitätendarlehen, aber die Laufzeit, die Gesamtlaufzeit kann sich dadurch natürlich erheblich verringern. Oft weiß man nicht, ob im Jahr noch Geldflüsse kommen, Sonderzahlungen, Bonuszahlungen oder unerwartete Geldeingänge, sodass man dann auch am Jahresende entscheiden kann, mache ich nochmal eine Sondertilgung, habe ich die Möglichkeit, und da ist es immer gut, diese Option nutzen zu können, aber nicht nutzen zu müssen. Die Zinsbindungsdauer hängt vom Objekt und vom Kunden ab, auch von der Rate. Jeder Kunde hat eine andere Vorstellung, wie er seine Finanzierung umsetzen möchte. Dementsprechend kann man nicht sagen, man macht 5 Jahre, man macht 10 Jahre Zinsbindung. Das muss man mit dem Kunden besprechen. Häufig ist es so, dass eine 5- oder eine 10-jährige Zinsbindung verwendet wird. Die Rate hat 2 große Faktoren. Das ist einmal der Zinsanteil, also der Zinssatz auf die Ursprungssumme, und eine Tilgung. Wir empfehlen aktuell bei dem Zinsumfeld eine 2-prozentige Tilgung, damit wir am Ende der Zinsbindungsfrist oder Zinsbindungsdauer hier auch die Restschuld nicht ganz so hoch ist, um späteren Zinserhöhungen ein bisschen vorwegzugreifen und zu sagen, wir haben das auf gesündere Füße gestellt und können da entsprechend reagieren. Der Tilgungsanteil, also die 2% Tilgung, beziehen sich immer auf die Ursprungssumme. Das heißt, mit jeder monatlichen Rate wird dann der Tilgungsanteil auch entsprechend höher und der Zinsanteil sinkt. Wenn es ein konkretes Objekt gibt, dann sind Unterlagen wie ein Exposé gut, Wohnflächenberechnungen, ähnliches, alles Unterlagen, die es zu dem Objekt gibt, die am besten mitbringen. Ansonsten können wir natürlich auch einfach mal in einem Vorgespräch gucken, was Sie für einen Wunsch haben, um ein Objekt zu finanzieren. Darüber hinaus benötigen wir dann auch noch persönliche oder wirtschaftliche Unterlagen, Lohn und Gehalt. Wenn es bei uns im Hause ist, sehen wir das sowieso. Trotzdem benötigen wir da auch noch ein paar Informationen. Da können wir dann auch erkennen, ob noch andere Ideen, wie zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen, staatliche Förderungen oder irgendetwas noch mit eingebaut werden kann oder ob die schon vorhanden sind. Die häufigste Sicherheit bei Immobilienfinanzierung ist die Grundschuld. Die wird eingetragen im Grundbuch, in der Regel in der Höhe der Finanzierungssumme. Das kann auch sogar etwas höher sein, aber das ist die häufigste Variante. Es gibt darüber hinaus auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Verpfändung von Guthaben.
oder Bürgschaften. Also es kann natürlich sinnvoll sein, dass man auch weitere Sicherheiten mit reinbringt. Umso höher die Sicherheit für das Kreditinstitut ist, umso geringer kann dann der Zins auch sein, weil einfach das Risiko für die Bank geringer wird. Risiken gibt es im Endeffekt überall, auch hier bei der Immobilienfinanzierung. Zum einen ist es das Objektrisiko, also das kann sein, dass etwas renoviert, modernisiert werden muss. Für die Kapitalanleger kann es damit zusammenhängen, dass die Vermietung, die Weitervermietung ein Problem darstellt, also mal ein Leerstand kommen kann. Das muss man alles auch wieder besprechen mit dem Kunden. Was kann er sich leisten? Womit rechnet er? Es gibt zudem auch persönliche Risiken, Gehaltseinbußen, wo auch immer die heraus resultieren. Aber hier stehen wir auch zusammen mit dem Kunden und wollen ihm auch ein gutes Gefühl dabei vermitteln, dass wir die Finanzierung auf solide Beine stellen und hier eine gemeinsame Lösung für die Finanzierung finden, damit alle Parteien am Ende ihren Wunsch erfüllt bekommen. Viele Kunden fragen nach dem Wort Wohnimmobilienkreditrichtlinien, das haben sie schon mal gehört. Da ist es einfach so, das ist eine Vorgabe, die den Kunden wie auch die Bank zu Transparenz verpflichtet, damit wir als Bank erkennen können, welche Unterlagen muss uns der Kunde einreichen. Aber genauso transparent zeigen wir dem Kunden unsere Finanzierung mit allen Kosten, mit allem Drum und Dran, was dazugehört, damit hier nichts auf der Strecke bleibt.